und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X oder, naja, ich spiele Remastered Pet Simulator X. Das ist irgendein Pet Simulator X Fake Game, das sich auch Pet Simulator X nennt. Und ich will mir heute einfach mal ein, zwei, vielleicht auch drei Spiele hier anschauen, die so Pet Simulator X ein bisschen nachmachen einfach. Aber bevor das Video beginnt, like das Video und abonniert auch meinen Kanal, weil nur 25% meiner Zuschauer haben auch wirklich meinen Kanal abonniert. Deswegen lasst ein Abo doch. Ich habe mir jetzt auch erstmal einen Hund hier equipped. Wo ist der denn? Ich kann ihn noch nicht mal equippen hier. Doch. So, und ein Herz habe ich auch. 120-fach. Okay, das ist ein ziemlich guter Boost. So, wo ist dieses Spiel jetzt? Pet Simulator. Außer, dass es den gleichen Namen hat. Okay, hier haben wir einen Shop, der auch mit der Schrift Shop. Ihr kennt seine das? Group Rewards, da muss ich wahrscheinlich in der... Muss ich nicht. Okay. XP Pickups. Okay, die funktionieren auch nicht. Bin sehr verwirrt gerade. Wie viele Pets kann ich equippen? Sag mir nicht 4. Okay, es sind 3. Gut. Dann, ich bin generell verwirrt. Okay. Ja, okay, ich kann hier Coins abbauen lassen. Und die Sounds sind so leise, dass ich sie gefühlt gar nicht höre. Oh, so. Gibt es hier Sounds? Ja, es gibt Sounds. Sogar. Die sind sehr, sehr leise. Also wirklich, wirklich leise. So, aber hier baue ich jetzt mal ein paar Coins ab. Ich habe hier ein OP-Pad. Und was machen diese Sterne hier? Okay, bin Level 2. Und da Level 10 muss ich werden. Okay, das Spielprinzip ist schon ein bisschen anders. Aber ich bin nicht unbedingt erfreut über dieses Spiel. Es erinnert sich so, es gibt mir so ein paar Oldschool-Simulator-Vibes. So Bubblegum-Simulator-Vibes. Vermischt mit bisschen Pet-Simulator X. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist an der Stelle. Okay, was habe ich hier überhaupt für Quests? Ich habe irgendwas completed und habe 5 Tickets bekommen. Wow, ich bin das nächste Level. Yeah. Das ist eine Riesenkiste. Lass die mal abbauen. Oh, was? Ihr müsst jetzt da ein bisschen hauen. Irgendwie sind die Animationen auch sehr ähnlich. Der Hund sieht aber eher so Pet Simulator 1-Style aus. Und die Knöpfe hier sind auch eher Pet Simulator 1-Style. Wie ist der Store so? Der Store ist auch gar nicht so nachgemacht. Okay, ich sehe, woher dieses Pet Simulator X der Name kommt. Einfach, weil du Pets hast und mit den Pets abbaust. Das ist das komplett gleiche Prinzip. Aber es ist noch ein bisschen anders. Aber auch nicht in einer guten Weise unbedingt anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist oder generell auch gut. Vor allem, weil hier einfach Coins in den Bäumen sind. Warum ist das eine Möglichkeit? Ich weiß nicht, warum das geht, aber ich baue jetzt hier einfach mal so eine Coin Crate ab hier oben. Es wäre vielleicht auch noch gut zu wissen, wann das Spiel hier released wurde. Und zwar war das am 14.02.2021. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ob das auch wirklich da released wurde, weil Pet Simulator X steht zum Beispiel auch da irgendwann Januar 2021. Es könnte euch sein, dass es später erst war oder dass die das Spiel einfach umbenannt haben, jetzt in Pet Simulator X, um ein paar mehr Klicks, Spieler generell zu bekommen. Das könnte sehr gut sein. Aber einen Vorteil hat dieses Spiel gegenüber Pet Simulator X. Einen riesen Vorteil. Es können hier nicht nur 10 Spieler drauf. Es sind zwar nur 12 an der Stelle, aber es ist mehr als 10. Also ich will mich nicht beschweren, so. Ich habe jetzt auch 500.000 Coins knapp, aber was kann ich mit dem machen? Keine Ahnung. Hier einfach ein Egg kaufen für 25.000. Oh, das ist auch dieses... Oder diese Button hier, die man in jedem Simulator hat, den haben wir im Puppet Fidget Simulator, im Shampoo Simulator, Bubblegum Simulator, immer E, R, T und U. Keine Ahnung, ist das so ein Preset, das man benutzen kann? Weil es hat auch wirklich jedes Spiel so Pet Index. Gut. Wie viele Pets gibt es? Gar nicht so viele. Okay. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Und warum ist dieses Ankommen Egg hier oben? Was? Das ist sehr komisch. Gut. Hier kommen, dafür brauche ich andere Coins. Ah, da kann ich Hüte bekommen. Zum Beispiel auch hier so eine Valkyrenhut. Upgrade. Upgrade your stats hier. Dafür brauche ich, keine Ahnung, irgendwas brauche ich da. Ich weiß es nicht. Und hier kann ich meinen Rank upgraden. Da kann ich rebuffen also anscheinend. Ich bin verwirrt von dem Spiel. Aber was soll's. Ich equip jetzt hier nochmal weiter und dann baue ich nochmal hier weiter ab. Nee, I guess. Das ist sehr komisch. Warum bekommt man hier so ein Riesenherz am Anfang? Das ist halt schon ziemlich krass. So, Level 10. Ich weiß nicht, ob ich das noch erreichen will heute. Will ich das? Ich kann es nicht sagen. So, lass mich noch diese Kiste hier abbauen. Ein Herz hängt da schon dran. Und ein paar andere Dinge. Ich hänge mich jetzt auch noch schnell dran. So, habe ich die Kiste auch noch abgebaut. Ein paar Coins habe ich bekommen. Aber ich glaube, Leute, das war's jetzt mit diesem Game auch. Ich schaue mal ins nächste Spiel, was vielleicht ein bisschen vielversprechender als das hier ist. So, als zweites habe ich hier ein Spiel, das ich sogar schon ein bisschen gespielt habe hier. Zusammen mit Victor gestern habe ich das schon gespielt. Eine kurze Zeit so. Und das Lustige an dem Spiel ist, es ist eigentlich so einfach der Strongman-Simulator und Pet-Simulator X gleichzeitig. Strongman-Simulator-Aspekt kann man hier vielleicht schon erkennen. Du gehst hier hin, kannst hier so ein Ding nehmen und musst es über die Ziellinie schleppen. Den Pet-Simulator-Aspekt hat man vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen. So, ich mache jetzt hier erstmal Workout, so wie im Strongman-Simulator im Handstand, weil ich bin erst ein Amateur-Delivery-Man, aber ich will ja natürlich stärker werden. Keine Ahnung, es ist sehr, sehr komisch. Das ist einfach das Strongman-Simulator gerade. Die Map ist auch nicht unbedingt so schön an der Stelle. Ihr wollt natürlich wissen, was hier ist der Aspekt. Deswegen du sagst, das ist Pet-Simulator X. So, ich kaufe mir jetzt erstmal in die nächste Welt schnell, weil hier kann ich ein bisschen mehr workouten sogar. 35
Fache auf einmal. Da bin ich ein bisschen schneller beim Workouten an der Stelle. So, hier kann ich auch noch die Chests nehmen. Auf ganz spontan hier. Und kurz durchschleppen so und ein bisschen mehr Ding machen. Bisschen mehr Cash. So, aber Leute, ich zeige euch jetzt der Aspekt, der Pet Simulator X sehr, sehr stark ähnelt. So, wir können ja mal hier zum Shop schauen. Das ist noch nicht ganz so obvious. Okay, es ist schon sehr obvious. Okay, es ist jetzt schon obvious. Anstatt von den normalen, wir essen die Dinger Dominus, Domortusse, haben wir einfach Venoms, Venom Serpent und ein Serpent. Und wenn wir uns das anschauen hier, hier sehen wir sogar die Enchantments, einfach Permanent Enchantment, Energy und Strength Enchantments gibt es. Hier auch Strength und so Enchantments einfach. Das ist ziemlich ehrenlos. Das ist einfach genauso wie Pet Simulator X. Dann hier gibt es einige Passes und auch ein paar Boosts, die auch genauso aussehen. Hier kann ich auf Use drücken und es funktioniert einfach genauso. Hier kann ich mir ein bisschen Energy kaufen für Robux und Spins. Der Shop sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Bloß einfach nur in so einer schlechteren Version einfach. Hier unten rechts haben wir auch die Boosts. Die sind auch, sehen genauso aus. Bloß, dass wir hier einfach so einen komplett weißen Hintergrund haben mit einer Schrift ein bisschen. Es sieht nicht allzu schön aus. Die grüne Schrift finde ich gar nicht so hässlich, aber die ist komplett weiße. Ich weiß nicht. Ist nicht so schlimm. So, gehen wir weiter zu den Pets. Fällt euch was auf, Leute? Fällt euch hier irgendwas auf? Dieses Inventar? Hier haben wir nochmal das gleiche. Hier, de-equippen, equippen. Es ist ziemlich, ziemlich ähnlich tatsächlich zu Pet Simulator X. Wenn nicht sogar gleich. Es gibt einen Teleporter, der genauso aussieht. Es sieht einfach genauso aus alles. Dann hier Achievements. Ich weiß nicht, kommen euch die Achievements irgendwie bekannt vor an der Stelle? Kennt ihr die? Wisst ihr, ob ihr die schon mal gesehen habt so? Die Stufen Easy, Medium, Hard, Completed ist auch ganz unten. Kennt ihr das? Okay, es gibt kein Battle Pass im Pet Simulator X. Das muss man im Spiel lassen. Es hat einen Battle Pass, weil da kannst du ja nochmal ein paar mehr Robux zahlen. 429. So, die restlichen Icons habe ich mir noch gar nicht so angeschaut. Okay, Auto-Hedge. Gut, sehr schön. Das musst du... Es sind einfach noch die gleichen Optionen. Enabled, Triple X, Stop on Failure. Es ist krank. Trades. Okay, dafür brauche ich mehr Stärke. Ich habe gar keine 10k Stärke. Die könnte ich mir eigentlich noch schnell holen. Egal. So, Musik... Es ist genau so. Es sieht genau gleich aus. Ich habe sogar hier versucht, mit dem Drop Shadow das hier so ähnlich zu machen. Aber der bei Pet Simulator ist einfach so mehrere Layers und alles. Es sieht viel besser aus. Das hat Preston eindeutig besser gemacht, als es hier gemacht wurde. So, jetzt lass ich mich aber noch schnell workouten an der Stelle. Hallo, ich will hier ein paar Exercises machen und ein bisschen stärker werden hier. Perfekt. Mit 35.000 Stärke kann ich jetzt auch traden. Ach nein, das war der Rebirth-Knopf, nicht der Trade-Knopf. Kann man hier traden? Ich habe noch gar nichts zum Traden gesehen. Oh, es könnte sein, dass man hier gar nicht traden kann. Ah doch, okay. Nein, das ist auch nicht zum Traden. Egal. Das hier ist ein Profil. Und da siehst du wenigstens, was du alles schon gemacht hast hier. Wie viele Pets du hier umhaffst. Wie viele Rebirths du gemacht hast. Okay, ich finde, das ist aber eigentlich ganz cool. Das sollte Pet Simulator X auch haben. Das muss man dem Spiel gut erhalten. Es hat paar Ideen, die einfach so die anderen Spiele nicht haben. Auch der Strongman Simulator zum Beispiel nicht. Was ja auch noch sehr komisch ist. Wartet. Es ist ja so, dass man hier einigermaßen langsam ist an der Stelle, wenn man läuft. Beim Strongman Simulator ist es ja so, wenn du hier irgendwas nimmst. Normalerweise bist du langsamer oder wirst langsamer, wenn du halt das nicht gescheit ziehen kannst. Oder du hast eine normale Geschwindigkeit. Hier bei diesem Spiel hat der Entwickler das irgendwie ähnlich gemacht, aber er hat einfach irgendwas hat er verkackt, weil er hat es geschafft, dass du einfach schneller wirst, wenn du leichtere Sachen nimmst. Ich weiß nicht, was er da mit dem Speed irgendwie für dich ganz hinbekommen hat, aber es wäre, glaube ich, besser gegangen. So, hier haben wir auch eine Rainbow Machine übrigens. Da können wir uns Gloves kaufen, das ist eine neue Sache. Es ist eher so wie die Heads vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ist es so wie die Heads? Ich kann es nicht sagen. Egal, hier habe ich neue Gloves, die Rogues Gloves. Die sehen ganz cool aus eigentlich. Egal. So, da haben wir auch so ein Pets-Ding. Das aussieht wie aus dem Strongman Simulator. Es ist einfach gleich wie beim Strongman Simulator. Die Pets sehen auch ähnlich aus. So, hier haben wir Upgrades. Da kann ich noch schnell upgraden. Stimmt. Das kann ich noch machen. Ganz schnell. So, Training Speed vielleicht. Oder mache ich einmal Training Speed. Ein bisschen mehr Walk Speed. Ich mag es gerne, schnell walken zu können. So, More Energy Auto. Und komplett hoch einfach mal. Keine Ahnung. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Irgendwas wird mir das schon bringen. So, eine Goldmaschine haben wir auch. Da können wir wieder neue Pets hatchen, genauso wie im Strongman Simulator. Und jetzt zeige ich euch noch die coole Pet Collection hier. Kennt ihr die schon? Kennt ihr die Pet Collection? Übrigens macht ihr 60 Pets für das nächste Tier. Dann könnt ihr ein Pet mehr equippen. Ist es sogar der gleiche Wortlaut? Ich weiß es gar nicht. Es könnte sein, dass es hier der gleiche Wortlaut ist. Aber ich glaube, ihr seht, warum ich sage, dass das Spiel hier ziemlich sehr sich an Pet Simulator X bedient hat. Oder an dem Aussehen von Pet Simulator X zum
zumindest. Also die haben sich schon da etwas abgeguckt. Ein bisschen. Viel. Sehr viel. Aber so generell finde ich eigentlich dieses Spiel ganz okay. Auch wenn diese Event-Area komplett overpowered ist. Das könnt ihr auch in einem Video von Roblox Victor sehen, das irgendwann mal kommt. Ich weiß nicht, ob das schon gekommen ist, ob das heute noch kommt oder morgen. Was auch immer. Er wird ein Video über dieses Spiel machen. Und da sieht man sehr gut, dass diese Welt hier einfach komplett überpowered ist. Ihr seht auch, dass ich jetzt schon wieder 200k Strength habe. Ich weiß auch nicht, warum die Strength jetzt mal 5 gerade ist und meine Energy mal 2 oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr, sehr komisch. Ich habe jetzt auch einen Spin freigeschalten am Wheel. Es gibt halt wirklich alles in dem Spiel, was es in anderen Spielen auch gibt. Es gibt nur Wheel. Du kannst überall deine Robux ausgeben. Es ist jetzt nicht so penetrant wie bei anderen Simulatoren zum Beispiel. Das ist schön. 7 Spins habe ich, okay, die mache ich schnell. Aber es ist schon ziemlich penetrant. Aber es ist schon ziemlich auffällig, wie viel du hier ausgeben kannst, sagen wir so. Ich will dieses Strength hier nicht. Hallo, wie oft habe ich die hier gerade bekommen? Ich bekomme die nur. Das ist eine 10% Chance anscheinend. Und ich bekomme es die ganze Zeit. Das kann ja, es kann nicht stimmen, das ist rigged. Das, okay, ich habe was anderes bekommen. Aber es muss rigged sein, gefühlt. So, hier bin ich jetzt auch im Mond. Kann ich hier ein bisschen mehr workouten? Ich will jetzt noch kurz workouten. Weil tatsächlich, das Spiel macht halt wirklich ein bisschen Spaß sogar. Strongman Simulator hat auch auf kurze Zeit Spaß gemacht. Auf Dauer fand ich ihn ein bisschen nervig tatsächlich. Aber so kurzzeitig konnte man ihn schon gut spielen. Ich spare jetzt hier ein bisschen. Brauche ja auch noch ein besseres Pet gleich. Aber das ist jetzt noch nicht Zeit an der Stelle. Warte, ich sehe gerade. Victor hat mich gemoved auf Discord. Der will irgendwas von mir. Was will der von mir? Ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade im Streamer-Modus auf Discord bin. Aber er will irgendwas von mir. Das werde ich auch gleich nachschauen. So, ich will jetzt hier noch ein bisschen Dings machen. Hier ein bisschen... Nein, ich kann keine 3 Pommes nehmen. 187 Milliarden habe ich. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Aber hier, ab zum Event. Ich kaufe mir noch schnell ein Ei. Damit ihr auch noch seht, wie hier die Eier öffnen. Animation ist hier. Das sind die Eier. Und so. Ach, das ist übrigens auch der gleiche Text hier. Yes. Und das ist übrigens auch der gleiche Ding. Und ich habe einen Snowman bekommen. Cool. Ein Epic Pet. Yeah. Mal 19. Gar nicht schlecht, okay. Der ist wirklich gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen mehr Coins sogar bekommen an der Stelle. Wenn ich hier rüber trage, ein paar mehr Coins sollte mir das geben. Ja, und das ist sogar schlechter als das, was ich davor genommen habe. Aber Leute, dann würde ich auch an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Fake-Spiele von Pet Simulator X oder auch von anderen Spielen, zum Beispiel Adopt Me oder so, mal gesehen habt. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao!